Alles klar. Es laggt. Merkt ihr das denn nicht? Nee, nee, Tanton. Echt? Es laggt? Nee. Hasse. Oh. Nee. Also, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Alter. Ah, okay. Nicht bewegen. Nicht bewegen, da merkt man sich. Okay. Frank, jetzt geht's los. Hast du, okay, hast du Lust auf Gewitter im Kopf? Hast du Lust auf Gesellschaftsspiele? Hast du Lust auf Eskaliert komplett mit Hund? Ich hab Bock auf Uno. Ich hab Uno schon ewig nicht mehr gespielt. Freunde, ich hab letztens erst Phase 10 gespielt. Phase 10? Oh Gott, ja. Oh Gott. Oha. Ich hab auch verloren. Freunde, ich würde sagen, ab dafür, Freunde. Tourette! Spielt Gesellschaftsspiel, ich bin gespannt. Auf geht's. Hallo YouTube, wir haben euch echt mega lieb. So nett, dass ihr auch die Krankheit berücksichtigt. Sicht. So ein lieber Arbeitgeber. Oh. Ist das ein Monopoly-Placement? Sollen wir ein Intro machen? Nein! Okay, herzlich willkommen beim neuen Video hier von. Rein in die Gisela finde ich übrigens auch sehr gut als Anmoderation für Gewitter im Kopf. Okay, was haben wir hier im Angebot? Monopoly Banking, Kauderwelsch kenne ich gar nicht. Scrabble. Kauderwelsch ist das nicht diese, wo du diese, das hatten wir doch bei Schoki Banuki. Echt? Da, wo du diese Spange im Mund kriegst und dann einen Satz vorlesen musst. Ach, ja, ja. Tabu, klar, Uno kennen wir auch, Schach und Mensch ärgere dich und Domino hier in der Mitte noch, ne? Domino und ist auch ein normales Kartenspiel liegt da oben. Und normales Kartenspiel. Also, wird wahrscheinlich sehr, sehr gut sein. Was meinst du, was wird am meisten reinkicken? Oh, ich glaube, Tabu vielleicht oder dieses Kauderwelsch vielleicht wird auch hart reinkicken mit dem Ding im Mund. Vielleicht ein bisschen Schach. Oh, okay, lass uns überraschen. Unserem Kanal, Leute. Wir haben uns heute mal was ganz Besonderes einfallen lassen. Genau, und zwar werden wir heute mal ausprobieren, wie es ist, mit Gisela Gesellschaftsspiele zu spielen. Dafür habe ich einfach mal ein paar verschiedene Spiele rausgesucht. Mensch, ärger dich das nicht. Das geht doch so. Nein, das steckt man nicht in den Mund, das bleibt auf dem Brett. Auch nicht da rein. Wo willst du es denn unterstecken? Das ist geschehen. Geht das jetzt mit jeder Figur so? Oh, voll in die Nase. Dein Nasenloch. Heb das auf. Ja, ich hol's gleich auf. Jetzt hast du die Domino-Steine umgeworfen. Die Hecke lacht doch schon. Okay, auf jeden Fall haben wir... Auf jeden Fall haben wir Schach. Schiebt er das Pferd rein. Was ist denn heute los? Wie können denn... Nicht in die Nase. Mach doch nicht ins... Ah. Alter. Schiebt ja auch die Dame rein. Was ist denn hier los? Schach spielen. Nein, so spielt man nicht. Schön. Okay. Wir beruhigen uns erstmal wieder. Extreme. Kurze Info. Ich werde kein Try Not To Laugh machen. Weil ich es lieber mag zu lachen. Es ist immer auch ziemlich lustig, Try Not To Laugh, Mann, aber ich finde, vor allen Dingen auch bei den Videos einfach, es schockt einfach mehr, wenn ich lachen kann, finde ich. So. It's my opinion. Querläufer, die Dinger haben. Alles klar, Taton. Springer. Heb das auf. Kennst du Kauderwelsch? Nein. Das ist dieses Spiel, da macht man sich die beiden Spangen in den Mund und versucht, Sachen zu erklären. Ach, das. Genau, gerade in der jetzigen Zeit sind ja wahrscheinlich sehr viele bei euch zu Hause und euch ist wahrscheinlich langweilig. Deswegen dachten wir versuchen es einfach nochmal mit ein paar Klassikern. Und ich glaube, wir haben tatsächlich noch nie, seitdem du das Tourette-Syndrom hast, solche Spiele zusammen gespielt. Vorher auch nicht. Okay, auf jeden Fall werden wir das einfach mal ausprobieren. Mit was sollen wir anfangen? Mir ist das egal. Wir wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Okay, warte, dann tue ich das erstmal zur Seite räumen. Nein! Es war so klar. Kein Tick, das war Absicht. Dankeschön. Oh. Oh, okay. Eine Wunschfarbe, die du nehmen willst. Blau. Okay, dann drehen wir das. Der als erstes die 6 würfelt, der kommt als erstes raus. Oh. Ach, das ging aber schnell. Und nach einer 6 darf man, glaube ich, nochmal würfeln. Ich habe gerade auch eine 6 einfach gewürfelt. Gewonnen. Nein, die sind doch gesinkt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, warum tust du die wieder rein? Ich weiß nicht mehr, wo die standen. Da musst du dich besser konzentrieren. Erhöhter Schwierigkeitsgrad.
Okay, mal gucken, ob Jan es schafft, mich rauszuschmeißen. Vielleicht kann ich noch schnell wegrennen. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt entweder mit einer 6 oder mit einer 5 kannst du mich... Ah, jetzt kann ich dich rausschmeißen. Das ging aber gut. Jetzt muss ich rausschmeißen, wie das vorne anfangen. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die du aufheben musst. Okay, das ist auf jeden Fall, Mensch, ärgere dich nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ja, das macht voll bevor Spaß. Ich was aufheben muss, oh, wir betten das lieber. Normalerweise spielt man das immer in Zweierteams. Oh nein, die dröhnt. Henry! Oh, er ist in die Tür gelaufen. Er ist in die Tür gelaufen. Oh nein! Komm mal gucken, was der hier macht. Ja! Nein, lass den armen Hund. Aua, mein Bauch. Oh, Baby. Ja! Alles gut. Du musst, er will es jetzt auch haben. Kriegst es nicht. Weißt du, wem das gehört? Das gehört der Gisela. Property by Gisela. Ich habe so eine Freude daran, Schwächere zu misshandeln. Ja. Oh, Henry. Ja. 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 Ah. Hm. Oh. Ja. Was zur Hölle? Marvin, so wie du, wenn du von der Arbeit kommst. Ja. Oh, endlich zu Hause. Ja. Was? Ja. Ja. Was tust du da? Ich bin einer von ihnen. Nein. Ja. Alter, Gisela kickt dir anders rein gerade. Oh, aber der Hund ist cute, muss ich sagen. Der Hund ist cute. Henry, Ehrenhund. Absoluter Ehrenhund, muss ich sagen. Aber ich bin auch ein Hundefreund, ne? Hunde, da war ich schon immer ganz weit vorne. Am Napf? Ja, genau. Der hat doch noch ein Spielzeug, oder? Ja. Musst du sagen, wo ist dein Quietschi? Wo ist dein Quietschi? Okay. Das ist mein Teddy. Nein. Das ist meiner, ja. 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 Das ist meiner. Ja. Gib das her. Jan. Hör auf, dich mit dem Hund und den Teddy zu schlagen. Ja. Oh, und jetzt Zombie-Geräusche. Kannst du ihm bitte sein Teddy lassen? Ach, jetzt hör auf dich zu morden. Meine Serengeti lässt sich nicht so leicht verarschen. Ja, wie gut das ist. Weißt du warum? Weil sie nicht existent das, ist. Nein! Sie existiert, sie ist realer als der. Sie lebt. Das miau! 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 Ich glaube, dass Serengeti in Giselas Kopf lebt. Fällt er so krass aus Spielsachen, dass die Kiefgeräusche. Ja, das ist halt ein Hund, ne? Max, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also ich muss ja sagen, das mit der Katze, mit Serengeti, finde ich auch schon wieder Weltklasse, ne? Das ist irgendwie, dass Gisela so getriggert davon ist, dass es einfach immer, sie sich dann immer so selber so aufregt darüber. Oh, das Fenster, danke dir auch. Vielen Dank. So einfach dieses, nein, nein, sie existiert. Sie ist real als er. Ja. Oh, lol, ey, richtig gut. Ja. Und das hier ist halt die Gisela. Ja! Ja, Rivi, der würde dein kleiner Kani auseinandernehmen. Hm. Bist du noch mal? B-Hörnchen, auch dir, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Oh, Frank, ich sehe es doch schon wieder kommen. Mach doch mal die Alats aus! Ihr stoppt so oft! Oh Mann, ey! Viel zu wild, Freunde, viel zu wild. Nach dieser kurzen Anwandlung sind wir auch schon wieder da. Meine Finger. Ja. Okay, weißt du, wie das an sich... Das war nicht ordentlich genug drinnen, nochmal. Okay, ich mach's nochmal rein. Weil ich es uns das Wort erklären, ohne eines der Wörter unten zu benutzen und Inhalte von dem Wort. Ich kenn das. Los. Eine Spezies, die nicht... von der Erde Alien? Kommt. Ja, genau, Aliens.
verwenden das zur Fortbewegung. UFO? Ja. Das nimmt man mit, um Sachen zu transportieren, wenn man zum Beispiel schwimmen geht. Tasche. Ja, das hat man aber nur an diesem Wow. Was ist denn vorne? Er weiß nicht, was das ist. Nee, ich glaube, er hat eine ganz andere Herangehensweise. Jetzt habe ich Pause gemacht, Freunde. Tantorn, danke für den Host. Und ich sehe ganz genau im Chat, ich habe es ganz genau gesehen, dass ihr euch jetzt hier alle untereinander absprecht und jeder hier plötzlich reinhosten möchte. Damit die Hate-Kommentare hier kommen und die ganzen Hater auf YouTube sagen, die Alats und das ist so viel auf Pause gemacht und so. Und ach, da kommt noch ein Follow rein, was soll denn das? Whoop-di-di-scoop. Whoop-di-di-scoop. Trash, jetzt habe ich auch noch böse Sachen. Es ist eine vulgäre Sprache. Danke für dein Follow. Ja, toll. Da muss ich nachher bei YouTube wieder sagen, hallo. Ist doch böser als sonst. Ja, und mal die, das ist schlimm, ne? Oh Mann, du. Weißt du, da machen die eine Reaction und dann machen die so oft auf Pause. Und da kommt Ipips und haust dann auch noch mal kurz rein. Das schaffen wir gar nicht mehr. Das wird ein 30-Minuten-Video jetzt. Oh, die Hate-Kommentare, Frank. Die Hate-Kommentare. Ja. Oh. Ach ja. Mike Ronk. Mike Ronk. Auch dir danke für den Host. So, seid ihr jetzt fertig? Oder, alle keine VIPs, Freunde. Ja, echt. Ne? Also, das Video geht schon 15. Knapp 10 Minuten. So, seid ihr jetzt fertig? Können wir jetzt weiter gucken? Fucking Trash, Kuss geht raus. So, wir gucken weiter. Vielen Dank. Scheiße, ich hab mehr gesagt. Das war ein Strandkorb. Oh, Schach. Weiß fängt immer an, glaube ich, ne? Da mache ich einfach mal den Bauern. Bist du etwa ein Rassist? Nein, aber ja. Das funktioniert in dem Spiel. Das funktioniert aber in dem Spiel so. Du bist ein Rassist. Warum? Darf der erste immer zwei gehen? Ja. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Checkmate! Sollen wir noch ein paar versuchen? Ja. Was heißt Checkmate? Schachmatt. Echt? Ja. Eine Spende für Tim unterstützt auch die Sonderschüler. Warum Sonderschüler? Soll ich darauf eingehen? Ich bin ein Sadist. Also wie ihr seht, es gibt immer schon einige Schwierigkeiten, wenn man mit Gisela spielen will. Und zwar wird öfter mal das Spielfeld einfach umgeworfen. Du bist einfach ein schlechter Verlierer, du Arsch. Wieso bin ich ein schlechter Verlierer, wenn du das Spielfeld umwirfst? Da kann ich doch nichts für. Ich habe Schachmatt gehabt, hast du es nicht gesehen? Hatte Gisela Schachmatt oder nicht? Ich halte das für eine Lüge. Ich hatte es. Jeder, der was anderes sagte, kriegt Probleme. Mit mir und Serengeti. Okay, also, wer ist Serengeti? Es gibt keine Serengeti. Serengeti, das ist eine Wüste. Das ist eine Wüste. Okay. Scoop di di whoop, whoop di di scoop, whoop di di scoop. Die Nummer 1 von und rein, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Na, wessen zweiter Account ist das? Oder ist die Nummer 1 wirklich auch die Nummer 1? Das Fenster, ich habe genau gesehen, dass du geschrieben hast, soll ich nochmal? Das kann er wohl nicht angehen. Das kann er wohl nicht angehen. Schnell weitermachen. Ich tu das Pferd wieder zurück. Nein, das soll aber, das soll aber da sein. Hallo. Bitte lass das Pferd da stehen, na? Nein, oh, nein, ja, bitte. Bitte. Ja. Scoop, was machst du da? Whoop di di scoop. Whoop di di scoop poop. Real Antmeng, danke für dein Antmeng, danke für deinen Follow. Und vielen, vielen Dank. Chris haut einen Fünfer raus, auch dir danke. Support ist kein Mord. Kuss, Kuss, Kuss. Chris, Küsschen aufs Nüsschen. Und die ganzen anderen Schlaumeier da, mit, wir gönnen euch doch nur die 10 Minuten. Freunde, das Video geht doch schon 15 Minuten, was wir uns anschauen. Die Reaction wird nicht kürzer. Ich kann das auch so machen, das wird alles rausgeschnitten. Wir gönnen euch den 2-Stunden-Stream. Ah ja, okay, okay. Deine Königin entehren. Okay. Ich stelle mein Pferd jetzt dahin. Ich mach den Bauer hier hin. Da oder dahin? Dahin. Whoop! Scoop di di whoop! Whoop di di scoop! Genau! Oh, jetzt hab ich. Jetzt hab ich mich verdrückt! Bitte sehr. Ah, Fettfinger. Willst du anfangen? Toll! Ihr seid weil schuld! Wenn du das Spielfeld umwirfst, die ganzen Hate-Kommentare werden reinkommen! Oh. Alle bitte hosten! Ach, ihr seid auch alle.
Hallo YouTube-Zuschauer da draußen. Wenn ihr euch jetzt gerade hart getriggert fühlt, wir machen das nicht mit Absicht. Das ist der Chat. Das ist der Chat, der hier... Aber da könnt ihr sehen, wie aktiv der Chat ist bei uns. Ja, wir haben einen sehr aktiven Chat, die uns alle gerne hosten wollen und followen. Und ihr dürft gerne dabei sein, wenn ihr wollt. Montags und Mittwochs. Auf Twitch. Ja, ja. Also, ne? Bitte keine Hate-Kommentare schreiben, wie ihr stoppt zu oft. Twitch.tv/Gonzales und Clint. Oh nein, Frank, das wird so viele Dislikes geben, das Video. Vielleicht möchte auch einer von euch da draußen noch Mod sein. Dann bitte auf unserem Discord nachgucken. Und in der Videobeschreibung. Ja, genau, genau. Freunde, so jetzt schnell weitermachen. Kann ich doch nichts für. Ich hab Schachmatt gehabt, hast du es nicht gesehen? Okay, Leute, stimmt. Achso, das hatten wir. Schachmatt oder nicht? Ja. Hier. Das ist eine Wüste. Soll so, hier. Sein. Hallo. Bitte lass das Pferd da stehen, ja? Nein, oh, bitte. Ja. Bitte. Oh, ja. Oh. Deine Königin entehren. Poop, scoop die scoop. Whoop scoop. Wir werden dieses Video nie beenden können, Frank. Wir werden es nicht schaffen. Und die echte Serengeti, rein zufällig, gibt's den Twitch-Kanal bestimmt schon ganz lange, den Account. Hat kurz reingefollowt. Auch dir danke für dein Follow. Ich weiß gar nicht, wie viele Zweitaccounts und jetzt followen, aber... Nehmt euch mal ein Beispiel an Melissa. Aber ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk. Alle, die jetzt hier gehostet und gefollowt und Pain of Darkness followed auch nochmal rein, aber er hat bestimmt schon reingefollowt, deswegen wird es nämlich nicht als Arland angezeigt. Ha! Getriggert. Dann will ich aber auch Kommentare bei YouTube sehen. Alle, die das jetzt gemacht haben, hier, ihr macht alle auch Kommentare bei YouTube. Kuss geht raus. Dahin. Stell dir mal vor, jemand anders hätte so geparkt und hättest das gesehen und er ist ausgerastet. Das stimmt nicht, ich raste nie beim Autofahren aus. Hm. Nein. Poop. Scoop die die whoop. Whoop die die scoop. Whoop die die scoop poop. Rentner Marvin, danke für den Follow. Vielen Dank. Ihren Account. Ja, ich merk's schon. Ja. Was mache ich denn? Ja, gleich macht's Aua. Nein, hoffentlich doch, nicht. Macht Aua. Aber wenn du mich schmeißt, bin ich noch sicher. Du kannst mir noch nichts tun. Halt die Fresse. Doch, ist aber so. Du Bauer. Ich stell mein Pferd hier hin und nehme dir den Bauern weg. Und ich esse ihn auf. Ja, und ich nehme dir jetzt dein Pferd. Boah! Nein, nicht dir den Bauern essen. Ja, und ich schmeiß jetzt dein Pferd raus. Guck, ich hab dein Pferd rausgeschmissen. Was willst du jetzt machen? Ha! Nein! Doch, das war alles gerecht. Zurück. Wie, du holst es zurück? Du kannst doch nicht deine eigenen Regeln erfinden. Du Tierquäler, du hast das Pferd. Du kannst doch nicht deine eigenen Regeln erfinden. Beste Schachregel, du Tierquäler. Ich hol das Pferd wieder zurück, ich rette es, du bist ein Tierquäler. Die Nummer 1, danke für den Host. Ich werde jetzt nicht mehr stoppen, sondern nur zwischendurch irgendwann mal. Danke. Das Finster hat das auch versucht, aber da kam kein Dings mehr. Ja, ja. Nein, das doch. Machst du aber nicht. Ja, gut. Mach ich ihn jetzt. Ja, was mach ich denn jetzt? Oh. Poop. Scoop die die Whoop. Whoop die die Scoop. Whoop die die Scoop Poop. Weißt du das, wie man Basilikum schreibt? Schreib mal Gesamtwert. G-S-R-H. G-S bist du besonders schön. G-S ist richtig. Du hast G-S. Na, dann nehme ich jetzt dein Pferd. Wie, du hast mein Pferd? Ja, dann nehme ich jetzt dein Turm. Hallo. Nee, ich schmeiß deinen Bauer raus. Und ich kick deinen König raus. Als ob ich schon verloren habe. Ja. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, die spielen Schach, wie sie kochen. Ich wüsste nicht mal, was welche Figur machen darf. Echt nicht? Also das. Nee, viel. Also ich weiß nur, dass der Turm darf irgendwie nur die geraden Wege gehen. Ja, genau. Das Pferd darf vor und irgendwie schräg gehen. Genau. Der Bauer darf nur vorwärts gehen? Ja. Es sei denn, der kickt einen raus, dann darf er schräg. Ja. Dann gibt es noch welche, die auch nur schräg laufen dürfen. Der Läufer? Ja. Ja. Und das war's. Die Dame darf eigentlich alles und der König darf immer nur ein Feld. Mhm. Ja, siehst du. Boah, wie schlecht kann man sein? Okay, das ist so viel zu Schach. Ich würde sagen, wir wechseln direkt zum nächsten Spiel.
Oh, Monopoly. Du hast das Flugzeug als Figur genommen. Ja, Religion fliegt in Gebäude rein. Alle Leute ultimativ getriggert. Bombe! Okay, Jan hat gerade das Hochhaus weggeschlagen, was hier stand. Mit dem Flugzeug. So, wir sind jetzt bei Monopoly angekommen. Ach, sei ruhig. Ich habe mir da hinten schon Häuser gekauft. Hier auf den. Ich bezahle keine Steuern. Doch, Finanzamt. Du musst Steuern bezahlen. Jan ist jetzt dabei, gleich über loszukommen. P6. Warte, jetzt kannst du dir wieder Geld überweisen. Ich weiß nicht, wie viel kriegt man nochmal? 2 Millionen. Okay, dann kannst du jetzt 2 Millionen auf deine Karte überweisen. So schnell geht's mit dem Geld. Hä? Kann ich da auch meine Mastercard reinstecken? Ich glaube nicht. Ja. Okay. Muss ich aufpassen, sonst muss ich gleich bei der Miete bezahlen. Kannst du denn jetzt noch mehr bauen? Ne, ich baue nicht noch mehr. Ich habe eh fast kein Geld mehr. Nein, wie im realen Leben. Wow, ich muss ins Gefängnis. Ab in den Knast. Oh, belastend. Was ist dir passiert? Die Kamera nimmt nicht mehr auf. Warum macht sie das nicht? Beste Gegenfrage, warum macht sie das nicht? Ja, du frag die Kamera mal. Fragen wir sie doch mal, Kamera. Was ist da Hallo? Los? Was ist denn Hallo? Da los so? Hallo. Ja. Hallo. Kamera. Hallo. Ach, Ricky. Weißt du, Ricky ist für mich Ehrenmann und macht das jedes Mal. Aber jetzt hat er einfach so... Pau. Ricky, du bist heute etwas spät dran. Du bist nämlich allein in diesem Video Host Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nummer 10. Aber danke dir, Ricky. Die goldene 10 bist du. Ja, Ehren-Ricky, Ehren-Ricky. Kuss geht raus. Scoop-di-di-woop. Dieses Video geht Safe Call. Nur 30 Minuten wird es gehen. Danke für den Follow. Ich bin Fan von Frank. Oh, weiter geht's. Ah, was soll es auch geben? Das war das nächste Spiel: Kauderwelsch. Da bin ich sehr gespannt. Das hatten uns einige von euch schon mal in den Kommentaren vorgeschlagen. Ja. Und zwar kriegt man da so eine. Hallo? Und zwar kriegt man da so eine Spange in den Mund. Ja, dann das einmal mit Freunden gespielt, aber wir versuchen es mal. Ich muss erst mal wissen, ob die sowas. Okay. Ja, geil! Ja! 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 Ha. An eine Sache muss ich denken, die ist hässlich. Selina. Hi. Heißt. Hi. Heißt. Hi. Was Selina hat. Hi. Heizt. Ja, ich will, dass du lachst und dass du dadurch Schmerzen hast. Nein! Hi. Heiz. Weißt du, was es sagt? Ich will, dass du lachst, weil es heiz. Heiz. Das ist ja nicht. Hi. Jetzt zeig es mir. Nein. Hi. Selina wurstet. Ich kann diesen Laut nicht aussprechen. Ter. Ha. Pfeif. 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 Drück es doch deutlich aus. Ha. Rand. Runden. Brandrunden. Brandwunden? Brandwunden? Brandwunden, du Brandwunden. Dummes Idiotenkind. Wenn du weiterlässt, mache ich das hier kaputt. Was ist so? Du siehst doch viel wahnsinniger aus. Überstunden müssen abgekaut werden. Überstunden müssen abgekaut werden. Abgekaut, also, wahrscheinlich. Geraut. Du musst einen Satz sagen, der auch Sinn ergibt. Erbaut. Ja, natürlich. Erbaut. Ja. Scoop di di whoop. Whoop di di scoop. Whoop di di scoop. Da kam ganz... Moment drüber. Ja, also Yves Künzli, bin Fan von Frank, danke für den Host und Emily, danke für den Follow und Überstunden. Danke. Überstunden müssen, was hat er, abgeraucht werden? Abgeraucht und abgekaut. Abgekaut. Auch geil, Alter. Was denn sonst? Ich sterbe. Das ist ein richtiges Spiel, das kommt. Scoop di di whoop. Whoop di di scoop. Whoop di di scoop poop. Ja, ich glaube, du bist damals in Singen und Klatschen sitzen geblieben. Ich
Michael. Michael. Nein! Ist ein geübter. Ha! Der Michael. Scoop didi whoop. Whoop didi scoop. Whoop didi scoop poop. Okay, Leute, Freunde, jetzt Real Talk. Wenn noch mehr Fake-Accounts kommen, werden die werden alle weggebannt. Okay? Dreichenkeller ein. Ist ein Fahrradfahrer. Michael ist ein geübter Fahrradfahrer. Ein Fahrradfahrer. Ein Motorradfahrer. Ja. Oha. Erzbischof. Ja. So. Im Sommer helfen polnische Erntehelfer. Dazu sind die auch geeignet. Absolut nichts verstanden. Im Sommer helfen Polnische. Alter, das sieht so gruselig aus. Im Sommer helfen polnische Erntehelfer. Genau. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Hä? Wir haben noch mal ein paar. Ihr wollt jetzt scheiß langweilige Gesellschaftsspiele sehen? Ihr habt sie gesehen. Macht's gut. Gesellschaftsspiele mal gemacht. Ich sagte, macht's gut. Darf ich nicht ja weiterreden? Und ich hoffe, gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Es war auf jeden Fall mal wieder sehr lustig, die ganzen Spiele. Bist du bitte ruhig? Die Leute sind eh schon genervt von dir. Tschüss. Willst du noch was ergänzen? Ich darf ja nicht mehr reden. Ja, doch. Ciao. Sonst nichts. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen alten Spiele mal wieder auszuprobieren. Relevante Sachen, keine Scheiße. Oh, Freunde. Checkt auf jeden Fall erstmal hier kurzen Support hier. Zack, Daumen rum. Und checkt auf jeden Fall Gewitter im Kopf ab. Ne? Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. All die Haare. Lasse wehen, ja.